nehme ich einen Schwamm und mache mir die feucht. Dann ist es wichtig, dass man ein gleich großes Stück immer abtrennt, damit die Zöpfe auch gleich groß werden. Schön gerade runter mit dem Mähnenkamm, damit man auch eine ordentliche Linie hat. Dann klammere ich mir die anderen weg, damit die mir nicht in die Quere kommen. Fange natürlich immer mit der gleichen Strähne nach oben an. Ich nehme immer die rechte. Flechte die schon relativ stramm am Mähnenkamm runter. Nicht zu locker, weil sonst flattert das auch alles immer auf. Nehme einen Gummi, drehe es ein paar Mal unten rum und dann klappe ich das Ende um, damit es da quasi schon einen schönen Knoten gibt. Dann ist es einfacher beim Hochklappen. Klapp den Zopf einmal bis zur Mitte oder so drei Viertel und klapp ihn dann nochmal um und mache dann meine Mähnengummis darum.